Hallo liebe Keramikmalfreunde, willkommen beim Weihnachtsprojekt von uns. Heute zeigen wir euch, wie ihr eine Adventskranzschale selbst designen könnt. Ihr seht hier schon ein fertiges Beispiel. Die Kerzenhalter sind durch den Ofenbrand sehr stabil und fallen auch bei Belastung nicht einfach ab. Die Adventskranzschale, die in diesem Video entsteht, wird sogar noch etwas größer sein als das Beispiel, was ihr hier schon fertig seht. Die benötigten Teile sind im Projekt bei uns im Onlineshop schon alle ausgewählt, aber wir zählen sie trotzdem nochmal auf. Eine riesen Diskusschale, 4 Mini-Vasen, eine große Siebdruckschablone, grüne Farbe, rote Farbe mit und ohne Spezialeffekt, Siebdruckpulver für die Paste, Pinsel zum Vermischen, Fächerpinsel für die Hintergrundfarbe und Abklebeband für einen geraden Rand der Schale. Da könnt ihr alternativ auch mit einem Schwammtupfer den Rand tupfen. Zusätzlich benötigt ihr zu Hause noch eine große Schale mit Wasser, wo der Siebdruck gut reinpasst, ein Schwämmchen und ein Geschirrtuch und eine Schere. Wir beginnen mit dem Abkleben des Rands. Das Klebeband dabei so führen, dass es immer schön mittig auf dem Rand liegt und sehr gut andrücken, damit keine Farbe darunter gelangt. Wie schon erwähnt, könnt ihr den Rand auch später einfach tupfen. Dann spart ihr euch das Abkleben. Jetzt wird großzügig grüne Farbe mit dem Fächerpinsel aufgetragen. Wenn man noch schöne Weihnachtsmusik dabei hört, bringt das Farbeauftragen doppelt Spaß. Nach der zweiten Schicht Farbe drehen wir die Schale um und lassen sie etwas trocknen. Die Zeit können wir nutzen, um die Mini-Vasen zu bearbeiten. Dazu nehmen wir die Spezialeffektfarbe Nummer 274. Da entstehen nachher so kleine weiße Punkte, die später an kleine Schneeflocken erinnern. Einfach die Vase auf den Finger stecken und die Seitenwand anmalen. Unter der Vase könnt ihr freilassen. Ist nachher ja sowieso nicht sichtbar. Nach der vierten Vase schnappen wir uns nochmal die grüne Farbe und tragen die dritte Schicht auf dem Rand auf. Dabei sorgsam bis zum Klebeband hocharbeiten. Falls ein kleiner Farbspritzer auf die Innenseite kam, einfach mit einem feuchten Schwämmchen wieder entfernen. Zurück zu den Vasen und noch eine zweite und eine dritte Schicht auftragen. Vom Klebeband den Anfang suchen und abziehen. Bei uns entdecken wir noch etwas Farbe in der Schale und entfernen diese wieder mit dem Schwämmchen. Jetzt wollen wir einen Siebdruck mit roter Farbe erzeugen und mixen uns dafür das Pulver mit der Farbe an. Vorsichtig bei der Dosierung des Pulvers. Wenn ihr seht, dass die Farbe noch etwas zu flüssig ist, einfach noch etwas Pulver nachdosieren. Wenn ihr den Becher kippen könnt und nichts mehr herausfließt, aber ihr trotzdem noch mixen könnt, ist die Konsistenz perfekt. Stellt euch die große Schale mit Wasser und das Schwämmchen bereit. Den Siebdruck von dem weißen Hintergrund ablösen und mit der Klebeseite nach unten in der Schale platzieren und andrücken. Jetzt vorsichtig mit leichtem Druck Paste mit dem Finger auftragen, in der Mitte beginnen und überall, wo Farbe durch das Sieb dringen soll, drüber streichen. Es muss nicht mehrmals über dieselbe Stelle gerieben werden. Wenn ihr meint, ihr seid überall einmal mit dem Finger gewesen, nicht warten, bis alles getrocknet ist, sondern direkt die Folie abziehen und ins Wasserbad legen. Das Ergebnis vom Siebdruck sieht auch vor dem Ofenbrand schon richtig klasse aus. Die Siebdruckfolie ist mehrmals verwendbar. Wenn die Farbe etwas eingeweicht ist, vorsichtig mit dem Schwämmchen reinigen, bis die Farbe komplett verschwunden ist. Dann könnt ihr die Folie auf die Hälfte vom Geschirrtuch zum Trocknen auslegen und das Tuch überschlagen. Das Wasser vom Tuch aufnehmen lassen und dann mit der klebrigen Seite auf die glatte Seite des weißen Hintergrundkartons wieder aufkleben. So können auch andere Kunden noch coole Siebdrucke damit erzeugen. Kommen wir zum letzten Schritt in diesem Projekt. Ihr ordnet jetzt die Kerzenhalter genau da an, wo ihr sie später platziert haben möchtet. Ob symmetrisch oder asymmetrische Anordnung, ist euch überlassen. Wenn ihr die Position festgelegt habt, einfach mit einem Bleistift herumfahren. Keine Sorge, Bleistift brennt bei uns im Ofen weg und ist dann nicht mehr sichtbar. Falls ihr eine bestimmte Position für den Kerzenhalter wünscht, nummeriert diesen bitte unten drunter,
und die Standfläche, damit wir das genau so platzieren können. Im Zweifelsfall lieber noch ein Foto von der Ausrichtung per E-Mail schicken. Dann kann nichts schief gehen. Jetzt am besten umdrehen und über Nacht stehen lassen, damit die Farbe gut durchtrocknen kann. Für den Rückversand wickelt bitte die kleinen Kerzenhalter einzeln in Papier ein und legt sie in die große Schale. Diese auch großzügig in Verpackungsmaterial einwickeln und in einen einzelnen Karton stecken, welchen ihr dann in das große Rücksendepaket legt. Es gibt übrigens auch die Möglichkeit, den Rand der Schüssel oder der Kerzen von uns vergolden zu lassen. Findet ihr bei uns im Onlineshop Vergoldo. Und jetzt noch eine kleine Info. Ihr könnt beim Siebdruck auch nur Teile der Folie benutzen. Das haben wir hier zum Beispiel bei diesen Tassen so gemacht. Dort haben wir mit unterschiedlichen Farben die kleinen Christbaumanhänger übertragen. Dafür haben wir uns dann jeweils mit dem Siebdruckpulver farbige Siebdruckpaste hergestellt. Mal eine Frage an euch Zuschauer. Seid ihr durch dieses Video schon in Weihnachtsstimmung gekommen? Schreibt uns gerne was Nettes in die Kommentare. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Und jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Und denkt bitte daran, die Reste von allen Materialien werden bei uns wiederverwendet. Schickt uns deswegen alles zurück, was ihr nicht benutzt habt. Bitte auch die Farbreste. Dankeschön. Wir hoffen, dir hat dieses Video gefallen. Lass uns gerne ein Like da und abonniere uns bei YouTube und Instagram. Dadurch verpasst du kein neues Video. Alles Benötigte für dein eigenes Malprojekt findest du in unserem Onlineshop keramikmalspaß.com. Stell dir dein individuelles Malpaket zusammen. Es kommt direkt zu dir nach Hause.